Hellas und willkommen zurück zum PPM 172 mit dem griechischen Captain. Und in diesem, ja, besonders kriegslastigen Spiel geht's jetzt weiter. Wir sehen hier, dass die Barbaren auf uns zukommen. Und wir haben natürlich erstmal unseren Bogenschützen, den wir befördern können. Und das machen wir natürlich. Genauigkeit, mehr Schaden im offenen Gelände. Weil später sowieso das meiste abgeholzt wird, ist offenes Gelände sicherlich ganz gut, auch wenn man hier sehr viel Wald sieht. Und vor allen Dingen offenes Gelände meint auch die See. So, und was sorgen wir dafür? Wir sorgen dafür, dass hier dieser Barbar weggehauen wird, damit wir die Kulturpunkte kriegen und nicht dieser hier, weil dieser hier, ja, der kann halt dann später auch mal weggehauen werden. Also hauen wir den weg, kriegen die Kulturpunkte. Unseren Krieger hier, den lassen wir weiter heilen. Verschanzen wir ihn. Unser Bautrupp darf weiter das Weideland bauen, damit wir noch mehr Produktion bekommen. Und, ja, der Speer hier bei Jerusalem. Gehen wir mal ein Stück vor und sehen, aha, da ist The Q. Gut. Der schien ziemlich angepisst immer zu sein, dass ich hier in diese Gegend vorgedrungen bin. Wobei, irgendwie ein bisschen merkwürdig, der Kerl. Also, naja, wir zeigen uns mal nicht weiter, sondern gehen hier zurück in den hinter den Wald. Dann kann er uns da nicht sehen, es sei denn, er zieht hier rum, aber was kann er gar nicht wegen dem Sumpf. So, jetzt haben wir 72 von 70 Punkten in der Kultur. Sozialpolitiken können wir einführen, auch wenn hier kein Balken kommt, kann man das direkt einführen. Und wir führen natürlich den Kriegerkodex ein, damit wir endlich auch noch ein bisschen besser und schneller produzieren können. Und plus 15% vom General sind auch nicht zu verachten. Dann haben wir nämlich hier bei den Nahkampfeinheiten schon plus 30%, 15% für die Einheit daneben und 15% für den General. Damit werden die Nahkampfeinheiten unheimlich stark, besonders die Hopliden. Die Hopliden haben ja schon 13 plus 30% quasi nochmal dazu, macht zusammen summa summarum 15, 16 Stärke. Und mit 16 Stärke, wenn ihr da mit 16 Stärke loslegt, gegen einen so einen berittenen Bogenschützen, der ja nur 6 Verteidigung hat, dann geht die 6 Verteidigung ganz schnell ganz tief ins Bodenlose. Ja, und warum sage ich das so speziell? Denn in der Demografie deutet sich genau das an, was ich gedacht habe, vielleicht was zu vermeiden wäre. Er rüstet ununterbrochen, der Hunne, also war es absolut richtig, dort gleich loszulegen. Er rüstet und hat jetzt mit 19.000, also ich würde mal sagen, er hat 2 von den Reitern. Gucken wir mal bei seinem Geld, wie es mit seinem Geld aussieht. Ne, das ist der Q, der hat natürlich 30 Geld. Q Aladdin, 2 Geld pro Runde. War das letzte Mal 3 Geld pro Runde? Ich kann mich gar nicht so genau mehr erinnern. Auf jeden Fall, ja, sieht man hier auch ganz schön, er hat 4 Pferde und die Pferde werden nicht benutzt, weil die Reiterchen keine Pferde brauchen. So, ja, ich glaube, viel mehr gab es an dem Spiel auch nicht zu tun. Wir schauen mal kurz auf die Punkte hier und da hat sich auch nichts getan bei den Punkten. Es gab noch nicht mal einen Bevölkerungsanstieg. So, gab es noch irgendwas Besonderes hier? Nö, eigentlich nicht. Ach doch, das Besondere hier noch. The Q hat nur 4 Nahrung. Dafür 11 Produktion. Ja, der baut jetzt seinen Siedler. Und wenn er seine Stadt hier hat und hier dann irgendwie gründen will, ja, dann wird er das sicherlich bald tun. Na gut. So, als südlichen Stützpunkt zu mir. Na, gucken. Also, wir bleiben soweit am Ball. Und ja, dann geben wir schon wieder ab in Runde 24. Hellas.